Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal mit dem Klingo LP. Und heute kommt der Trommelschwapper, nein, die Trommelschwapper, das Trommelschwapper, der Trommelschwapper, innen ist der Trommel, ja, der Trommelschwapper, Neo. Und ich kann vielleicht dazu sagen, ich habe im letzten Part mit dem Disperser Neo, habe ich gesagt, irgendein Disperser, weil ich vergessen habe, wie der kosten hat. Und das war auch ein Neo, von daher, sorry. Was? Der hat den Ruffer? Okay. Ja. Ich hab's vergessen auch zum Schauen, aber ich sag das wahrscheinlich eh am, wie sagt man da? Titel. Das ist das Wort, das mir fällt. Okay, heute der Trommelschwapper Neo. Trommelschwapper, gegen den habe ich schon öfter mal gespielt gehabt. Also, man muss leider einzeln durchdrücken, ich lasse gerade durchdrücken, da kommt leider nichts mehr. Man hat schon gesehen, der macht eine ziemlich dünne Linie. Der einfärbt. Das, glaube ich, ist aber ziemlich gerechtfertigt. Weil wo ich gegen seine Teile gespielt habe, haben die eine ziemlich krasse Reichweite gehabt. War das auch Trommelschwapper? Oder Trommelschwapper Neo, ist mir egal, aber... Okay, das heißt, wenn das wirklich einer war, dann hätte man mir sogar einen Feind. Der genau perfekt sein soll. Ja doch, der schaut nach Spuren vom Trommelschwapper Neo aus. Der Spuren dieser... Das. Das von der und der Waffe. Ja, jedenfalls, also... dem Man muss schon genau treffen, wenn man treffen mag. Aber ich habe schon ein paar Mal gegen die gespielt und die haben ziemlich krasse Reichweite. Oh shit, der ist wieder gekommen. Was? Sniper sind mehr als man selber sieht teilweise. Okay, also gegen den Sniper, glaube ich, versuche ich es gar nicht mehr, wenn ich eigentlich der Mann mit der Reichweite bin. Aber der ist einfach zu krass für meine Künste mit dem Schwapper. Wahrscheinlich dabei. Ja, aber für das, dass ich mir gesehen habe, wie krass der in der Reichweite abschneidet, schaut das jetzt nicht so krass aus. Okay. Der hat genauso wie der Disperser Neo. Also Schaden macht der. Schon, wenn man direkt trifft. Den habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Ich habe eigentlich auf den hinteren geschossen. Aber wenn man da so trifft, dann hört es so wie bei einer Sniper, wenn man uns abknallt. Interessant. So, schauen wir mal, ob man irgendwas reißen kann. Ich habe momentan nicht so viel Kills. Oh, jeder, der hat ihn sogar noch gerückt. Ich gehe jetzt einfach mal da rüber. Okay, das war nicht mein Kill. Shit, Alter, dieser Sniper ist viel zu krass. Ich habe das Gefühl, dass der meine Waffe ziemlich gut kennt. Der weiß genau, wie weit er zurückgehen muss. Okay, das. Mist, der Typ, der den gerade erledigt hat, zeigt mir auf der Karte, der ist gerade verreckt. Das ist natürlich nicht sehr vorteilhaft. Ich fahre jetzt hier einfach nur ein. Mit der Waffe wage ich definitiv keinen Rankampf, weil ich so schon mit Schwapper nicht wirklich gut bin. Wie cool, wenn man da unter diesen Streifen jetzt rumsteht. Ja, gewöhnungsbedürftig. So, da sind wir wieder. Genau, okay. Also der Gegner hat drei Sniper. Gegen einen Sniper bin ich ja in der letzten Runde überhaupt nicht okay mehr. Das ist problematisch. Ich schätze diesen Trommelschwapper, stimmt, Trommelschwapper oder Kassen, Trommelschwapper Neo. Ich schätze den aber gerade ziemlich schwach bei. Also wo ich mal gegen den gespielt habe, der hat so eine Reichweite gehabt. Ich habe überhaupt keine Chance gegen den gehabt. Ich meine, der hat wahrscheinlich aber diesen Schwapper umgekinnert. Aber. Naja, also ich finde das echt krass. Wie gerade mit dem Verkack. Es geht nicht mehr so gar nicht momentan. Hey lol, wo bleiben denn die? Nein, die haben meine Ohren-Sniper gekriegt. Okay, aber ich glaube, dass das Match ziemlich einfach für uns werden kann, wenn uns nicht die Sniper komplett wegsnipen. Wenn jetzt nicht die Sniper komplett wegsnipen. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn die uns jetzt nicht die ganze Zeit killen, dann haben wir echt ziemlich viel Chancen, weil die wenig Eifern killen. Uiuiui. Was? Die wurde schon ganz anders, sag mal. Das liegt aber dann am WLAN oder so, dass einfach die nicht
rechtzeitig übertragen wird, das abgedruckt hat. Keine Ahnung, ist ja wurscht. Also ich kann mit ihrer Waffe auf jeden Fall irgendwie kaum umgehen. Alter, diese Sniper sind wirklich nicht schlecht. Glaubst du, die rechnen damit, dass ich hier oben rumkomme? Ja. Oh, shit. Keine Chance, ey. Ey, so sehr ich campen hasse, aber ich glaube, wir müssen uns jetzt davor campen, weil wir haben einfach keine Chance. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach da rum. Ach, shit, jetzt gehen die schon wieder singen, wo wir haben. Dann ist wieder ganz aus. Mann, ey. Die Gegner sind richtig krass. Da kommt die Sehnsucht nach der Sniper wieder hoch. Ach nee. Ja gut, gegen den kann ich auch gehen. Alter, also zwei Schüsse, ja, die obige Sniper. Nee, schon wieder. So, aber die sind jetzt erstmal nicht hochgehen, ne? Oh shit, hinter mir ist eine Bombe. Ui, ja, das hat ausgestellt wie Headshot. Und anscheinend war er schon angekratzt, von daher. Gut. Aber momentan lebt irgendwie gefühlt Corner. Doch, der Gegner. Also die Runden ist jetzt nicht wirklich glücklich. Also die Waffe ist ziemlich launisch oder gewöhnungsbedürftig, ja, je nachdem wie man es nennen mag. So, das haben wir in der Map. Ich glaube, die haben wir bis jetzt noch nicht gehabt in dem Part, oder? Ich glaube nicht. Okay, das ist gut. Dann schauen wir mal da, weil ich glaube, hier hat diese Waffe definitiv mehr Chancen. Und ich glaube, wenn man den so hoch schleudert, diese Kleiderstücke oder so immer der wirft. Oh shit. Mann, Alter, die überrennen uns schon wieder. Bis auf dass wir einen Sniper dazu gekriegt haben, schaut es genauso aus wie vorher irgendwie. Ich habe das Gefühl, wir werden wieder mal völlig überrannt. Boah. Oh shit. Der Sniper wird jetzt darauf warten, dass ich hier wieder mit Zorg. Oh shit, puh! Meine Güte! Ach shit, keine Chance, Alter. Die Gegner, muss ich echt sagen, die sind richtig stark. Die machen den Feind so platt. Oh, schnell vor! Solange die Deckung noch vorhanden ist. Was? Also ganz ehrlich, das konnte jetzt nicht am WLAN liegen. Der hat doch die ganze Zeit komplett daneben zielt. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob der vielleicht so viel Angriff gehabt hat, aber ich jetzt leider nicht nachgeschaut. Dass der mich sogar umgebracht hat. Ach Mann, Alter, der Typ wartet doch nur drauf. Dass wieder irgendein Depp kommt. Oh, jetzt haben wir einen. Der taktische Vorbeischwimmer. Ha, wir haben ihn. Es fällt nur der Typ da drüben. Ja, sauber, Teammate. Ja, wir haben aufgerannt. Oh, der hat jetzt den Zug. Die habe ich ja bis jetzt noch gar nicht gesehen. Ha, und ich habe damit sogar einen Kill gemacht. Ihr müsst wissen, ich bin komplett schlecht mit Tenzuka. Ich konnte mich einfach nicht zielen. Ja, der ist auch hier. Sauber, wir haben uns jetzt einfach vorkämpft. Der hat richtig gut funktioniert. Ja, da oben ist noch einer. Aber ich glaube, dass der mich eher platt macht, wenn ich jetzt weiter so drauf gehe. Oh shit, der Sniper versucht mich ja die ganze Zeit zum Erwischen, aber das tut er zum Glück nicht. Mann, Alter, was für eine Reichweite hat denn dieser Blaster? Ach so, Turbo Blaster, okay. Ich nehme alles zurück. Dann ist das doch normal. Jetzt komm, nochmal schnell rein, dann haben wir es. Ja, schaut gut aus, schaut gut aus. Alter, aber das war jetzt richtig cool, wenn wir durchbohren haben. Yes! Und zum Abschluss vom Part
Noch ein Sieg. Ja, ich würde sagen, es ist gut gelaufen. Ich hoffe, dass euch der Park gefallen hat. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ciao.